Konzentriert bin. Ich habe einfach unfassbare Rückenschmerzen und so ein konstanter Schmerz im Rücken. Wie soll ich sagen? Der kann dich doch schon ein bisschen im Kopf lahmlegen. So, das tut mir unfassbar leid. Ich habe mich jetzt mal versucht, ein bisschen zu räkeln und zu wenden. Ich habe tatsächlich schon zum zweiten Mal in diesem Spiel jetzt das Predigen vergessen. Ach, wie ärgerlich, Mann. Und wir haben das letzte Mal so viel Geld bekommen. Wir haben einfach so viel Geld bekommen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass das jetzt schon so weit ist. Egal. Also, können wir jetzt nicht beenden. Zeit ist vorbei. Verpasst. Ja, passiert. Vielleicht, ach, wir haben uns vielleicht krank gemeldet oder sowas. Ich weiß es nicht. Also, wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwoher Samen herbekommen, um Wein anzubauen. Aber das Ding ist, die werden wir wahrscheinlich gar nicht bezahlen können, ne? Also, ich laufe gerade so ein bisschen verirrt durch die Gegend. Ich hätte anders abbiegen sollen. Ich wollte eigentlich zu ihm hier unten. Er verkauft doch die Samen. Nein, du hast sowas nicht. Ach. Ha. Beim Krämer sind wir falsch. Wir können vielleicht auch mal bei Digo gucken, was Digo noch verkauft. Und dann werden wir nämlich mal runter in den Kirchenkeller gehen, denn ich habe das vorletzte Mal, glaube ich, gesehen, dass wir ja eigentlich Geschichten schreiben schon freigeschaltet haben. Theoretisch müssten wir also dann ja Geschichten schreiben können. Oh, er tut mal was! Das ist das erste Mal, dass ich den aktiv bei der Arbeit sehe, den Sohn, ne? Der stand doch sonst immer nur rum und hat geheult. Wenn er nicht viel tut, dann. Aha, na, machst du mal was? Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein. Do it. Ich wollte dich nur kurz ablenken. Weil ich hier Sündenzeit verpasst habe. Hallo, Papst. Also, ich suche Kohlsamen, Karottensamen. Hat er das vielleicht bei Rang 2? Weiß ich nicht. Aber heißt Verkäufer Rang 2, wenn wir eine gewisse Anzahl an Sachen gekauft haben? Dann können wir tatsächlich vielleicht einmal Karottensamen kaufen. Nochmal? Ich weiß nicht, was Rang 2 heißt. Das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Problem. Warte mal, eigentlich brauchen wir ja sowieso 4, ne? Also, wir brauchen. Ich will nur nicht so viel Geld ausgeben. Komm, dann lass uns jetzt mal 5 kaufen. Der Verkäufer Rang 2 erreicht hat. Weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Ist wahrscheinlich, wie oft wir da gekauft haben, ne? Also, sind auch nicht die Samen, die ich suche. Aber Karottensamen ist jetzt nicht verkehrt, weißt du? Brauchen wir ja auch irgendwann wieder. Wir haben zwar noch einiges an Karotten, aber wir sind auch noch nie quer durchs Feld gelaufen, ne? Aber bringt nichts durch den Zaun, sehe ich gerade. Ach, doof. Dann gehen wir einmal schnell zu Digo da unten. Ich weiß halt nicht, ob wir anderweitig die Samen irgendwo jetzt herbekommen würden. Weiß es nicht. Aber wir können auch nirgendwo in die Häuser rein, ne? Was ich sehr schade finde. Kommt vielleicht noch. Warte mal. Da unten ist doch sein Topf, oder? Oh, was ist das eigentlich? Weiß ich nicht. Hallo, Digo. Bei dir war ich ja schon ganz lange nicht mehr. Ding-Dong, Ping-Pong, ich bin der Diego, bin ich der Diego? Ja, vielleicht bist du der Diego. Was hast du eigentlich? Samenöl, Hanfseil, Hanfsamen. Selbst Diego hat mehr Geld als wir. Hm.
Oh, das mit der Sündenzeit, das ärgert mich ja immer noch innerlich sehr. Okay, Passierscheide können wir auch noch nicht besorgen. Also, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. Ob wir zum jetzigen Zeitpunkt schon... Oh, können wir das... Yes. Ob wir zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich schon Wein anpflanzen können. Nicht genug Energie, natürlich. Wir laufen mal so rum zurück. Kommen wir dann ans Ziel? Gute Frage, nächste Frage. Nein, kommen wir nicht. Hätten wir das auch geklärt. Ich wollte einfach mal neue Wege gehen. Warte mal. Warte. Yes. Gleich noch einmal Honig mitgenommen. Und es wird schon wieder dunkel. Aber wir gehen jetzt gleich nochmal in den Kirchenkeller und gucken jetzt mal, wie das mit dem Geschichtenschreiben funktioniert. Oh, auch nicht. Dann auf Goldsuche werden wir uns danach machen. Auf Goldsuche, Leute. Denn ja, das können wir ja jetzt auch. Wir können Gold finden. Vielleicht. Ja doch, Gold können wir finden. Oh ja. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir das suchen sollen, aber wie geht es jetzt bei Kirchenkeller? Da werden wir es definitiv nicht finden, ich weiß. Geil, dass es einfach jetzt zwei sind. Aber Beichten ist irgendwie nicht so, ne? Beichten ist nicht so. Habe ich Zeugs, was ich nicht mehr brauche? Ja, jede Menge. Könnten wir uns auch überlegen. Guck mal. Die Kreissäge haben wir ja jetzt aktiviert, ne? Holzbalken und... Komm, das machen wir jetzt. Weil mich interessiert, was da ist. Da ist nämlich auch so eine mysteriöse Zeichnung. Pass auf, dann machen wir das. Dann, ja komm, Sündenzeit, spring doch um. Dann werden wir vielleicht gleich einfach nochmal schnell schlafen gehen. Dann speichert es das zum einen. Und wir haben den Balken beim Kopf weg. Das ist gut. Machen wir so. Dann machen wir auf, wenn es hell wird. Also besorgen wir noch Eisen. Ich glaube, normale Eisenstücke waren es. Und einen Balken. Dann räumen wir das da unten mal frei. Und ja. Backen wollte ich ja auch noch, ne? Sofern ich das kann. Also von den Dingen, die ich brauche. Können wir vielleicht auch gleich mal gucken, wenn wir schon mal hier stehen. Spiegelei. Oh, jetzt habe ich Hunger. Teig. Behutsam. Effekt bei Benutzung. Weil plus 95. Aber keine Gesundheitsanzeige, ne? Welches Essen füllt denn eigentlich... Wir haben nur tatsächlich irgendwie Energieleiste, aber nicht noch Gesundheitsleiste, ne? Im Gegensatz zu... Ich weiß gar nicht, was wir hatten. Weil eigentlich, wenn wir runter in den Opferbereich gehen, brauchen wir tatsächlich ja etwas... Also beides irgendwie, ne? Ach, schwierig. Ganz schwierig. Also, pass auf, jetzt wollte ich schon wieder vorbeilaufen, ne? Ah, was ist denn heute schon wieder los? Wir haben keinen Platz. Warum nicht? Also packen wir das jetzt erstmal raus. Die packen wir raus, dann packen wir das rein und die rein und gehen hinunter in den Kirchenkeller und machen da erst nochmal einen Weg frei. Oh, ich habe echt Rückenschmerzen, ne? Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, wieso. So,
sorry, wenn ich jetzt ein bisschen anders da sitze. Es liegt einfach an diesem scheiß Stuhl, glaube ich. Vermute ich. Ich bin dumm. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir räumen dann vielleicht erstmal aus. Was können wir denn da lassen? Steine zum Beispiel können wir da lassen. Entschuldigung. Ich habe sie ausgepackt, weil ich dachte, wir gehen jetzt eh nicht mehr hoch zum Steinbruch. Entschuldigung. Entschuldigung. Reden wir da nicht mehr drüber. Ist heute einfach nicht meins. Deklarieren wir das so. Aber dann können wir nämlich gleich die Steine da noch mit rausräumen. Also, ich brauche nicht das hier. Ich brauche dafür dann doch die hier. Und kann ich noch was da lassen? Was wir auch nicht brauchen? Nö. Auf ein neues. Aller guten Dinge sind 2 bis 3. Doof. Ärgerlich. Rasen. Können wir nämlich auch. Oder müssten wir auch mal gucken, wie das läuft. Und Blümchen pflanzen. Aber nicht jetzt. Jetzt räumen wir da unten erstmal den Weg frei. Die Geheimnisse des Kellers. Was ist denn hier los? Ah, das ist der Durchgang zur Kammer des Schreckens, Freunde. Ja, jetzt. Was kostet die Welt? Wir nehmen die Hälfte. Haben wir ja noch ein paar Ressourcen. Ah! Ja. Gut. Aber sind wir so schneller dann da? Sind wir so schneller? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann sind wir da schneller an dem Regal da unten. Und doch, die Entscheidung war ja jetzt mal ganz gut. Hatten wir nicht noch irgendwo einen Gang, der uns vielleicht was bringt, wenn wir ihn rausräumen? Dieser hier, ne? Ah, fehlen uns die Teile. Den würde ich ja jetzt auch sehr, sehr gerne noch freiräumen. Komm, das machen wir jetzt. Jetzt sind wir gerade dabei, eh was wieder vergessen. Also, jetzt brauchen wir diese Keile. Kriegen wir. Besorgen wir. Ich weiß, ist doof, wenn ich jetzt 1000 Mal hin und her laufe. Oh, ich habe Rückenschmerzen. Geschichten schreiben. Das war ursprünglich die Idee, ne? Die hinter dem Ganzen. Also, wo kriegen wir die Keile? War das hier? Na, ich glaube nicht. Holzplanke? Achso, ja. Was hier? Nein. Da war's. Vielleicht hier? Da. 10 reichen. Wobei. Ist das die olle Grabumrahmung oder ist das die gute? Nee, eigentlich die olle, ne? Weil, schau mal, einer Kuckstupp, der wollte ja sein Brennholz noch haben, ne? Ansonsten haben wir ja gar kein Brennholz. Ja. Machen wir dem erstmal sein Brennholz. Und dann wollte ich noch irgendwas machen? Nö. Räumen wir da den anderen Weg nochmal frei? Vielleicht können wir nämlich da. Also ich habe, warum ich jetzt die Hoffnung da habe, weil da stand ja so Fässer rum. Wir laufen jetzt bei diesem Weg hier lang. Da war doch Fettgewebe zwischen der Tür. Das war bestimmt eigentlich das Schmiermittel. Ich weiß, wir haben es irgendwann in einer der letzten Folgen fallen lassen. Aber vielleicht hat die Tür dadurch nicht mal gequietscht. Ist auch eine Methode. Hast du kein Schmiermittel? Ne, kein nichts, was du dazwischen machen kannst. Sind es einfach Fettgewebe aus der Leiche und pff, rein ins Scharnier.
Sündenzeit jetzt oder was ist los? Andächtig hörte uns Gary zu. Nein, ich habe die Hoffnung, dass da oben vielleicht dann die Brennerei. Die Brennerei ist eigentlich da unten bei den Leichen, aber die Brauerei hier vielleicht ist. Aber vielleicht ist es auch was ganz Unspektakuläres und ich werde gleich wieder hochgradig enttäuscht sein. Das werden wir in ein paar Sekunden wissen, meine Lieben, denn jetzt haben wir aufgeräumt. So ist jetzt der Weg zur Schlange. Ja. Doch. Okay, gut. Also nichts mit Brauerei. Aber wo ist denn das mit der Brauerei? Aber ich bereue es nicht. Das war jetzt mal ganz gut, dass wir das gemacht haben. So haben wir jetzt endlich alles mal irgendwie miteinander verbunden. Und jetzt, meine Lieben, werde ich gleich eine neue Aufnahme machen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir tatsächlich schreiben können oder noch nicht. Dazu werden wir uns einfach mal an diesen Tisch hier begeben. Also leeres Papier, Notizen. Zum Schreiben, stimmt. Da fehlt uns ja die Tinte. Also Tinte war das Problem. Und die Tinte machen wir aus schwarze Farbe. Alchemietischstufe 1. Gucken jetzt mal, wie wir schwarze Farbe machen. Aber was ist denn Alchemietischstufe 1? Es ist nicht der, den wir da unten haben. Dieser hier? Doch. Also wie könnten wir schwarze Farbe machen? Das ist jetzt die spannende Frage. Wie könnten wir schwarze Farbe machen? Ich würde sagen, vielleicht Wasser und Kohle, dass wir beides haben wir. Dass wir daraus schwarze Farbe machen. Wasser und Kohle. Komm, das probieren wir jetzt mal. Also, ich bin ja gespannt, ob die zwei Typen da jetzt auch ewig stehen bleiben werden. Oder ob die irgendwann mal verschwinden. Jetzt weißt du auch, warum ich die Sündenzeit zu predigen vergessen habe. Ich habe mich einfach nicht mal reingetraut, weil die zwei da irgendwie sehr skurril aussahen. Gilt das als Ausrede? Können wir das so durchgehen lassen? Also, pass auf. Das behalte ich jetzt erstmal. Dann können wir nämlich... Welche Sündenzeit haben wir denn? Nächste Sündenzeit ist Zeit des Zorns. Da können wir tatsächlich mal hoch zum Inquisitor gehen und ihm vielleicht sein Brennholz geben. Ich bin ja der Meinung, er hat es eigentlich schon bekommen. Aber wir gehen einfach nochmal hin. Und den packen wir auch hier rüber. Und den packen wir auch rüber. Also ich würde jetzt Kohle mitnehmen, aber so viel brauchen wir nicht. Vielleicht 8 Kohle mitnehmen. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, lass uns Wasser mitnehmen. Und die Gefäße haben wir... habe ich jetzt alles Wasser eingepackt? Yes. I'm a stupid girl. So. Die Gefäße müssten wir eigentlich da drüben im Keller noch irgendwo aufbewahren. Gucken wir mal, ob wir so schwarze Farbe rauskriegen. Ja, jetzt laufen wir mal unten lang, weil das jetzt mal neue Wege sind in der Dunkelheit. Aber es ist kürzer. Ich find's kürzer. Sagt man nicht, ihr könnt mir ja sehr gerne schreiben, wenn ihr mögt, ob ihr das kürzer findet. Die Kohle können wir nicht einsetzen. Doch. Wir müssen es in Schriftrollenregal machen. Also pass auf. Ist das... ich weiß es nicht, warte mal. Wir räumen es mal ins Schriftrollenregal. Asche. Oder mit Asche. Wäre auch eine Überlegung. Also, oder mit Asche. Oder mit Asche. Dann schreibst du sozusagen deine Sachen aus Leichenresten. Aber wenn das funktioniert, Leute,
Dann bin ich ja stolz auf mich und meine kombinatorischen Fähigkeiten. Also pass auf. Schriftrollenregal. Wasser. Und da mischen wir jetzt Asche rein. Können wir nicht? Warum nicht? Warum geht das nur mit Blut? Ich bin ultra gespannt. Stromschleim? Aus Asche und Wasser? Was? Stromschleim. Analysiere Stromschleim. Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber wie machen wir denn jetzt Farbe? Wie mache ich schwarze Farbe? Wie könnte man sonst noch schwarze Farbe rausmachen? Blut mit Kohle? Ob das funktioniert? Die Geschichte kann rüber. Blut mit Kohle? Oder mit Asche? Oder wir probieren es wirklich mit Kohle. So wie meine ursprüngliche Idee ja war, ne? Oh, können wir gar nicht aussuchen. Können wir nicht aussuchen. Okay, also dann Blut und... Können wir auch nicht aussuchen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was das war. Ich habe keine Ahnung, was es war. Wir gucken hinterher, was es war. Auch Stromschleim. Salz. Aber wie könnte man sonst schwarze Farbe machen? Es gibt auch nirgendwo einen Tipp, ne? Oh, das finde ich ja jetzt echt dumm. Stift und Tinte. Warte. Gefertigt an alchemische Werkbank für Zombie oder Alchemietisch Stufe 1. Wie könnte man... Ach so, guck mal, dann kommt erst Wasser dazu. Schwarze Farbe. Schwarze Farbe. Schwarze Farbe. Oder mit irgendwelchen Knochen? Haben wir eigentlich Knochen hier noch mit drin? Ich überlege echt ernsthaft, wie wir schwarze Farbe herbekommen. Also Knochen hätten wir tatsächlich auch drin. Aber damit funktioniert es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir schwarze Farbe herbekommen. Vielleicht habt ihr da draußen ja irgendwie eine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach, wie dumm. Wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Daher würde ich jetzt erstmal rausgehen. Ich bin ein bisschen frustriert. Schwarze Farbe. Ich weiß nicht, wo wir die Brauerei finden, hinklöppeln können, machen können, wo wir schwarze Farbe herbekommen. Ich würde sagen, wir gucken einfach erstmal, ob wir doch irgendwie etwas Schönes freischalten können. Wir haben ja jetzt doch noch ein paar Punkte, die wir ausgeben können. Also Keramik, Feuerung könnten wir... Reizt mich jetzt aber eigentlich gar nicht. Wir wollten tatsächlich auf Golderzsuche... Auf Goldsuche, das können wir tatsächlich noch ein paar Minuten machen. Oder machen wir das nächstes Mal? Ich glaube, wir gehen nächstes Mal auf die Goldsuche. Wir werden jetzt erst nochmal hoch zum Inquisitor gehen. Was denn ein Aufbaustand? Holzkonstruktion? Weiß ich nicht. Steinhauerei können wir nicht. Goldgeruch? Also wir brauchen viel Glück und Energie offensichtlich, um das zu finden. Edelsteine. Ja gut, das sind die Sachen, da kommen wir vielleicht später irgendwann hin. Also, Balsamierflüssigkeiten. Anatomie 2.
ist ja tatsächlich eigentlich was, was wir wirklich angehen sollten. Destillationswürfel. Macht mich auch jetzt nicht so an. Weichheit des Glaubens können wir auch nicht, aber weiche Kirchenbank. Damit auch sie mit ihrem Po weich sitzen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich möchte so gerne schreiben. Ich will einfach so gerne schreiben. Aber hier steht Tinte an Kirchenarbeitstisch. Und der Kirche... Ach so, ja, die Tinte, aber die schwarze Farbe machen wir irgendwo anders. Doof. Bühnenautor. Schreibtricks. Gärtnerei. Gebet für Rank und Wurzeln, ja. Gebete brauchen wir eigentlich noch gar nicht freischalten, weil bringt uns ja eh nichts. Da bin ich fast für Anatomie 2, oder? Ja, wollen wir Anatomie 2? Ich glaube, das bringt uns am meisten weiter. Zack. So, haben wir die Skills auch ein bisschen aufgebessert. Ja, pass auf. Ich würde sagen, die Sündenzeit ist umgeschaltet. Kann man das so sagen? Ja. Wir gehen eine Runde pennen. Und dann hoch zum Hexenhügel und ihm das Brennholz geben. Ich war der Meinung, wir hätten ihm das schon gegeben. Egal. Wir gucken einfach mal, ob er noch mehr Holz haben will. Good morning in the morning. And the morning and it's raining. Also um Gold zu finden, brauchen wir viel, 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 viel Glück. Etwas, was wir in diesem Spiel gefühlt nicht haben. Da ist er, da ist er. Es ist die Zeit des Zorns. Komm, wir lassen ihm mal ein bisschen Zeit. Aber der läuft aber auch echt langsam, ne? Er läuft einfach langsam. Hierzu brauchen wir Technologie, ich weiß. Oder wir sind vor ihm da. Ich habe dich erwartet, mein Freund. Bei dem waren wir schon sehr lange nicht mehr. Da waren wir aber schon sehr lange nicht mehr. Also können wir echt mal plaudern. Wo ist er denn? Oh, der läuft aber echt langsam. Ah, 20 Brennholz! Ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, haben wir ihm schon gegeben. Siehst du, er braucht nur noch die Flugblätter. Er braucht nur noch die Flugblätter. Aber wie werde ich die Wachen los? Vielleicht irgendwie ablenken? Weglocken? Also, haben wir das zumindest geklärt? Brennholz steht fälschlicherweise einfach noch in der Aufgabe. Okay, komm. Dann lass uns doch mal durchlesen, was wir noch alles machen können. Der Astrologe braucht Säure, Reparaturwerkzeug. Also, der braucht die Flugblätter. Schwarze Farbe. Sehr gute Frage. Keine Ahnung. Kaufmann, Handelslizenz. Schlange, der wollte doch auch noch irgendwas, ne? Bevor wir an die Kette rankommen. Was wollte Schlange denn alles haben? Was wollte Schlange? Ach so, einmal voll Blut, 5 blutige Nägel, ne? Die Geschichte war das. So, da haben wir den Müller, der wollte nichts. 10 Papier und 1 Tinte. Ich will die Tinte halt nicht kaufen, weißt du? Das ist mein Ding. Ich will sie tatsächlich einfach wirklich selber herstellen. So, und da haben wir nix. Ist nur noch Horadrik dann. Finde einen Stempel, verkaufe Horadrik Fleisch. Jorik. Ob der nur einmal im Jahr vorbeikommt? Kloto. Aber ich glaube, hier gibt es ja bestimmt auch noch mehr Leute, ne? Nur für uns momentan noch nicht. Nur für uns nicht. Ich bin jetzt gefrustet. Eigentlich. Könnten wir tatsächlich jetzt doch mal auf Goldschatzsuche gehen, oder? Ein paar Minuten zumindest nur.
Oder nicht, weil eigentlich die Folgenzeit schon fast wieder vorbei ist. Ich bin gerade frustriert, wie es gelaufen ist. Dabei haben wir ja schon, ich meine, guck mal, wir haben neue Werkzeuge gemacht. Ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett erfolglos hier durch die Walachei gelaufen sind. Mich ärgert trotzdem. Wo könnten wir Gold finden? Angeln müssten wir auch mal noch mal probieren. Da sind wir hier, da, ja, und noch nicht so erfolgreich. Wo könnten wir Gold finden? Wo könnte man, wenn ich ein Goldklumpen wäre? Wo würde ich mich verstecken? In irgendeiner Ritze vielleicht? Oder wir finden es nur zu irgendeiner bestimmten Tageszeit? Hast du zumindest normales Erz. Und Baumstümpfe. Ich hasse ja diesen Zupf, ne? Den hasse ich ja. Hier waren wir auch schon richtig lange nicht mehr. Wie kann man hier eigentlich rein? Das war irgendwie so kreisförmig drumherum irgendwie, ne? Aber finden wir hier Gold? Im Sumpf? Kann man hier Gold finden? Ist das dann Durchgang? Der es uns vereinfachen würde? Also irgendwie geht es ja hier so kreisförmig drumherum. Und es wird schon wieder dunkel. Eigentlich habe ich da noch gerade weniger Lust drauf. Sollten wir uns vielleicht nochmal für einen späteren Zeitpunkt merken. Ich vermute ja, dass wir Gold vielleicht mehr irgendwo oben finden. Und wir haben jetzt schon wieder diese kleinen Keile nicht mit. Das heißt, wir könnten noch nicht mal jetzt irgendwie einen normalen großen Stein mit runterschleppen. Ach, wie doof. Aber hier ist Wald. Könnte hier sowas sein? Auf der Suche nach Gold. Hier ist ja nichts. Na, aber das wäre schon irgendwo am Steinbruch. Irgendwo am Steinbruch, weil hier hast du nur Eisenerz. Ja, hier hast du nur Eisenerz. Hierfür brauchen wir Keile. Marmor war das, ne? Ah, okay, hier müssen wir tatsächlich erstmal den Steinbruch bauen. Hier. Yeah. Können wir hier eigentlich rein? Vielleicht später, wenn wir den Skill haben. Ja, nee, auch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wo wir Gold finden könnten. Vielleicht in diesem Kartenabschnitt ja auch überhaupt nicht. Möglich. Sündezeit! Und für uns jetzt auch Schlafenszeit. Ja, das lasst uns jetzt noch mal ein bisschen Kohle abbauen. Vielleicht finden wir das ja beim Kohleabbau irgendwie mit drin. Lass uns mal jetzt einfach ordentlich Kohle abbauen. Vielleicht finden wir da irgendwie Gold. Bis die Energie zur Neige geht. Guck mal, wie viel Kohle wir mit nach Hause schleppen, ne? Oh, wir haben schon keinen Platz mehr zum Tragen, ne? Ich weiß es nicht. Also, ab nach Hause, Freunde, würde ich sagen. Ab nach Hause, ab nach Hause, ab nach Hause.
Und den haben wir ja auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit hier gemacht. Ach, meine Lieben, ich bin am Überlegen, wie wir das nächste Mal weitermachen. Oh, ich habe tierische Rückenschmerzen. Auf jeden Fall hoffentlich ohne Rückenschmerzen. Wenn ihr die Idee habt, wie ich an schwarze Farbe komme, was ich kombinieren könnte, dann lasst es mich sehr, sehr, sehr gerne wissen. Ihr habt ja gesehen, man kann gar nicht alle Sachen, die man so als Idee hat, tatsächlich auch wirklich einsetzen. Und ich glaube, das funktioniert nur mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Vielleicht müssen wir dazu ja auch noch irgendwie etwas anderes herstellen oder wir finden im Opferbereich noch irgendetwas. Ich würde tatsächlich ja das nächste Mal, glaube ich, in den Opferbereich nochmal gehen wollen. Das wäre so eine Überlegung und ansonsten gucken wir dann einfach mal, ja, was uns noch so einfällt. Ich hoffe natürlich, ihr hattet viel, viel Spaß trotzdem mit den heutigen Folgen. Ich weiß, die zweite war jetzt ein bisschen wesentlich länger als geplant. Vielleicht mache ich auch 3 draus, ich weiß es noch nicht. Also ich würde mich zumindest sehr, sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen oder auch zu einem anderen Format, wie ihr mögt. Und bis dahin, meine Lieben, genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Tschüss.